Samstag und Sonntag verteilt. Wenn die Kämpfe an den Rand der Arena kommen, gehen die Kinder nach hinten, die Jungs sind 100 Kilo mehr, schlagen die Kindern ein, als dann die unglaublich schwer raus. Fugnate! Der Tiro gibt auf. Dadurch, dass es ein Tironeskampf ist, also ein Trainingskampf, gewinnt Romulus.